Hallo und herzlich willkommen zu diesem Sound-Grundlagen-Tutorial. In dieser Folge geht es um ADSR-Hüllkurven und was das genau ist, wie man das benutzt, das zeige ich euch jetzt, aber legen wir doch einfach mal los. So, ich habe nichts vorbereitet und das hat auch einen Grund. Und zwar geht es um die ADSR-Hüllkurven und dazu lade ich jetzt einfach mal ein Polygrid rein, weil man mit dem Polygrid das schön im Einzelnen betrachten kann. Das Polygrid ist standardmäßig auf Mono und da schalte ich jetzt einfach mal ein paar Voices ein. Dann schalten wir hier unten mal das Device weg und hier auf der rechten Seite auch den Browser. So, standardmäßig schauen wir das mal hier so rüber und das hier so rüber. So, standardmäßig wird das Polygrid geladen mit einem Sounderzeuger. Das ist das hier. Machen wir mal ein bisschen anderen Sound rein. Dann gibt es hier eine Abwandlung eines ADSR-Hüllkurvengenerators und den Sound-Output, damit wir auch was hören. So, und ich fange jetzt erstmal mit einer Standard-ADSR-Hüllkurve an. So, was ist eine ADSR-Hüllkurve? Oder was ist eine Hüllkurve? Eine Hüllkurve ist nichts anderes als ein Verlauf einer zeitlichen Änderung, so mal ganz allgemein gesagt. Und diese Veränderung, also diese Wertänderung, die ich mit einer Kurve anzeige, wird sehr oft mit einer Lautstärkenhüllkurve dargestellt. Also das heißt, so vermutlich die häufigste Hüllkurve hat was mit einer Lautstärke zu tun. Und Lautstärke heißt ja Amplitude, deshalb nennen wir das Ding jetzt einfach mal AEG-ADSR und AEG heißt Amplitude Envelope Generator, also Lautstärken-Hüllkurven-Generator mit ADSR. So, was sind diese vier Knöpfe hier unten, diese ADSR? ADSR bedeutet bei A Attack. Attack ist die Zeit, in der ein Sound braucht, um von 0 bis 100% oder von 0 bis voll hochzufahren. Wenn ich das jetzt hier mal langsam mache, schwillt der Ton langsam an. Und je länger die Zeit braucht, 6 Sekunden, desto länger braucht dieser Ton, um eben beim Maximum anzukommen. Das heißt, Attack ist eine, mit Attack stelle ich eine Zeiteinheit ein. Dann gibt es die Decay-Zeit und die Decay-Zeit macht nichts anderes, das ist dieser Teil hier, als zu definieren, wenn der Ton am Höhepunkt hier angekommen ist und dann wieder abfallen soll, wie lange soll er brauchen, um auf ein bestimmtes Level, nämlich das Sustain-Level, das ist der nächste Drehregler. Wie lange soll diese Decay-Zeit sein, um auf das Sustain runterzufallen? Also abzusenken, die Lautstärke abzusenken. Das ist also auch eine Zeit. So, Sustain ist der einzige Drehregler hier, der keine Zeit ist. Der sagt einfach nur das Lautstärke-Level an. Und zum Schluss kommt die Release-Zeit. Und die sagt an, wie lange ein Ton ausklingt. So, und diese, wann der Ton losgeht und wie lange er gehalten wird und dieses Ausschwingen hängt mit den Tasten zusammen. Das heißt, für Attack ist, also wir haben drei Regler, die mit Tasten, sagen wir mal, Aktionen verbunden sind. Bei Attack muss ich eine Taste drücken. Bei Sustain muss ich die Taste einfach nur halten. Ist eigentlich keine Aktion, aber ich darf einfach keine Aktion machen in der Richtung. Und beim Release-Regler muss ich die Taste loslassen. Das heißt Attack, Taste drücken, Sustain, Taste halten, Release, Taste loslassen. Das ist aus folgendem Grund wichtig. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine lange Attack-Zeit habe und ich habe diese Hüllkurve, dieser Lautstärkenverlauf, ist eben mit Tastenaktionen verknüpft. Das heißt, dann reagiert diese Hüllkurve auf den Anschlag der Taste, das Drücken der Taste, das Halten der Taste und das Loslassen der Taste. So, und wenn ich jetzt eine sehr lange Attack-Zeit habe,
die ich nicht komplett durchlaufe. Das heißt, ich komme gar nicht an den Punkt, wo ich die Taste halte und die einfach loslasse, dann springe ich direkt von Taste drücken auf Taste loslassen. Und zwar genau auf der Lautstärke, in dem ich mich gerade befinde, und dann setzt die Release-Zeit ein. Ich zeige das gerade mal, ich mache mal beides ein bisschen länger, Attack-Zeit sehr lange. Ich lasse jetzt irgendwo hier Attack los. Sustain machen wir vielleicht auch noch mal ein bisschen höher, damit es klarer wird. Und dann springt dieser Punkt von hier direkt nach hier und klingt aus. Wenn ich die Taste nur ganz kurz drücke und gleich wieder loslasse. Das heißt, die Hüllkurve sagt, okay, bei der Tastenaktion Taste drücken, gehst du hoch und sobald eine Veränderung hier stattfindet, gehst du in die nächste Aktion, die zu dir rüberkommt, nämlich Taste loslassen. Dann springt der Punkt direkt von hier nach hier. Das ist das Wichtige dabei. So, und jetzt habe ich zwischen den einzelnen Punkten hier habe ich noch solche Zwischenpunkte. Und mit diesen Zwischenpunkten, das sehe ich hier schön links an dem Inspektor, habe ich solche Kurven. Da sehe ich das hier nochmal. Das heißt, ich kann hier konvexe oder konkave Verläufe, also sprich logarithmische Verläufe, dieser Kurven machen. Wie schnell, also die, hiermit kann ich die Gesamtzeit einstellen. Hier kann ich noch einstellen, wie schnell dieser Verlauf im leiseren Level oder im lauteren Level sind. So, das ist jetzt erstmal alles nur zu Lautstärke. Und aber die Hüllkurve an sich ist ja nicht an der Lautstärke gebunden. Ich kann jetzt zum Beispiel genauso noch eine ADSR-Hüllkurve nehmen und benenne die jetzt einfach mal FEG ADSR. Und FEG bedeutet nichts anderes als Filter Envelope Generator. Das heißt, hier benutze ich diese Hüllkurve für einen Filter. So, und für den Filter nehmen wir jetzt einfach mal einen ganz normalen Low-Pass-Filter. Und jetzt machen wir so, der Ton, der hier reinkommt, der geht hier in die Lautstärken ADSR. Der geht dann hier in den Filter und der Filter wird gesteuert von dieser Filterhüllkurve. So, jetzt machen wir das hier mal lang und den mal so ein bisschen runter. Den machen wir ein bisschen kürzer. So. Und ich muss natürlich auch hier noch den Wert, dass er tatsächlich auch den Wert annimmt. Habe ich jetzt den falschen verbunden? Ja. Nee, ich habe nicht den falschen verbunden, sondern ich sollte halt auch die Ausgabe nach dem Filter machen. So, jetzt haben wir den richtigen Signalfluss. Das heißt, ich habe jetzt genau das gleiche Device genommen. Ich reguliere jetzt nicht die Lautstärke. Das heißt, ich mache hier keine Lautstärkenhüllkurve, sondern ich mache eine Filterhüllkurve. Das heißt, da wird hier dieser Filter mit einem Hüllkurven, wie sagt man da am besten, Parameter, mit Hüllkurvenparametern versehen, sodass diese Hüllkurve diesen Filter im Prinzip bewegt. Man sieht das leider nicht. Man könnte das zum Beispiel sehen, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt diese Hüllkurve eingestellt, aber moduliere das jetzt. Und wenn ich das jetzt moduliere, dann sehe ich hier auch die Bewegung, die hier über diese Hüllkurve reinkommt. Zum Beispiel. So, und wo wir zum Beispiel auch eine AEG und FEG Hüllkurvengenerator haben, ist zum Beispiel der Polysynth. Wenn ich mir den mal hier reinlade, habe ich hier unten rechts den FEG und den AEG. Im Prinzip sind das die gleichen Devices, sehen halt ein bisschen anders aus. Also ich kann hier die Hüllkurve einstellen.
Und ich kann hier modulieren. Das heißt, wenn ich hier den Amount noch einstelle, hier habe ich zum Beispiel auch noch mal diese Kurve, wie schnell, wie logarithmisch oder linear das Ganze sein soll. Dann habe ich hier unten die AEG und kann damit auch modulieren. Das heißt, ich kann hier draufklicken auf einen der beiden Modulatoren und zum Beispiel Noise hinzu wählen oder den anderen Oszillator und so weiter. Also das findet sich in, sowieso in Bitwig in den verschiedenen Devices wieder, wie auch in diversen VSDs gibt es natürlich diese ADSR-Hüllkurven oder einfach nur Hüllkurven oder FEGs oder AEGs oder welche Parameter man da sonst noch mit modulieren kann. So, ich denke, das war's an der Stelle. Ich kann mal schauen, ob ich nicht noch was vergessen habe. Ich denke mal, ja, dass ich noch was vergessen habe. Das waren ja jetzt einfach nur mal die ganz normalen ADSR-Hüllkurvengeneratoren, aber unter Envelope finden wir ja noch ein paar mehr, was wir ja am Anfang hatten. Es gibt zum Beispiel die AD, das ist einfach nur Attack und Decay. Das heißt, der reagiert zum Beispiel jetzt wieder nur auf Tastendruck. Und es ist egal, wie lange ich die Taste drücke. Achso, ich sollte vielleicht den hier wegmachen. Egal wie lange ich die Taste drücke, er reagiert nur auf Taste gedrückt und dann geht er diese Hüllkurve hier durch. Und Decay ist, der Rest ist einfach nur noch zeitbasiert. Und ich könnte hier einen Loop einstellen. Was wie ein Repeat. Aber es sind dann Eigenheiten von dem Device selber. Dann gibt es einen AR, ein Attack Release. Das heißt, hier habe ich wieder zwei Tasten, die betrachtet werden müssen, oder zwei Tastenaktionen, die betrachtet werden müssen, nämlich einmal das Drücken der Taste. Und hier habe ich dann quasi so einen Sustain hier oben. Den kann ich aber nicht verändern. Ich kann nur sagen, wie lange der Ton braucht, bis er auf maximal ist. Und dann Taste loslassen, die Release-Zeit. Dann gibt es hier noch einen Plug. Da habe ich dann Attack, Decay und Release. Das dürft ihr euch jetzt selber ausknobeln, was das heißt. Und dann gibt es noch statt dem ADSR, gibt es noch ein AHDSR zum Beispiel. Das ist dann mit einem Hold-Parameter, der auch zeitbasiert ist. Das heißt, ich regle mit Attack, wie lange braucht der Ton von 0 auf 100. Und mit dem Hold sage ich einfach, wie lange bleibst du dann auf 100 stehen, zum Beispiel. Bevor du in die Decay-Phase dann rüberwechselst, die Zeit runtergehst auf das Sustain-Level und wenn die Taste dann losgelassen wird, die Release-Phase anfängst. So, und jetzt habe ich tatsächlich noch eine kleine Sache, die ich mit dem Polysynth vielleicht nochmal zeigen will. Und zwar gibt es ja unter den Modulatoren auch die ADSR-Modulatoren. Haben wir jetzt kennengelernt, was das Ding macht. ADSR kann ich hier rumschieben, tolle Sachen mitmachen. Und jetzt gibt es noch den Four-Stage. Und der Four-Stage, den kann ich auch wie einen ADSR-Modulator verwenden. Der hat allerdings einen kleinen Vorteil. Bei ADSR kann ich ja hier noch nur die Zeit einstellen, wie lange eine bestimmte Phase dauert. Bei dem Four-Stage kann ich hingehen und kann auch noch sagen, bis zu welcher Höhe. Na, also ich kann hier unterschiedliche Parameter eingeben in vier verschiedenen Stufen. Ich kann hier jetzt zum Beispiel den... Kann ich nicht. Ich habe Attack, Decay, dann sagen wir mal, Sustain gibt es hier nicht, weil der komplett nur zeitbasiert ist. Aber ich könnte den halt zum Beispiel nutzen und eine relativ lange Zeit auch einstellen. Weiß gar nicht, wie weit das geht. Das scheint sehr weit zu gehen. Da wäre jetzt ein Zooming ganz gut. Wie komme ich jetzt an den hier hinten wieder ran? So, genau. 10 Sekunden. Das sollte in den meisten Fällen reichen.
Und könnte den jetzt halt so an irgendwas ran modulieren. Könnte das zum Beispiel so ziehen. Hier ein kurzes Vollrauschen, ein kurzer Vollrausch. Zum Beispiel. Und eine weitere Entwicklung dieser ganzen ADSR-Hüllkurven und so weiter, das sind dann die MSEC, das sind dann Multi-Segment Envelope Generator oder sowas. Und dort kann man dann sehr, 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 sehr viele Punkte setzen und dann so richtiges Chaos stiften bei den Parametern. So, Bittick hat es meines Erachtens noch nicht. Aber ich sag mal so, mit einem Four-Stage kann man eine ganze Menge machen oder man kaskadiert mehrere Four-Stage hintereinander, geht auch. Wird wahrscheinlich in einer der kommenden Versionen dann auch noch kommen. So, das war's jetzt an der Stelle. Ich hoffe, das Video war für euch hilfreich. Das sind natürlich Basics. Wenn jemand damit anfängt, muss er das natürlich auch wissen. Deshalb dachte ich, ich erkläre das natürlich auch. Für andere ist das Alltag. Aber für manche ist zum Beispiel auch nicht klar, dass eine ADSR-Hüllkurve nicht nur was mit Lautstärke zu tun hat, sondern es kann eben zu allen Parametern verwendet werden, die in irgendeiner Weise einen Parameterverlauf haben sollen. Gut, das war's dann auch. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da, abonniert den Kanal, wenn ihr das nicht eh schon habt. Teilt das Video, erzählt von mir, es würde mich sehr freuen. Und dann wünsche ich euch einfach nur noch einen wunderbaren Tag. Bis bald und hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.